Kunst als Sehhilfe. Ein Jahr lang haben sich Künstlerinnen und Künstler auf Initiative des Diözesan-Caritas-Verbandes im Erzbistum Köln mit der organisierten Hilfe für Bedürftige auseinandergesetzt. Sie haben über Fragen von Fülle, Mangel und Verteilung nachgedacht und neue kreative Ansätze und Anregungen zum angespannten Verhältnis von Geben und Nehmen gesucht. Zeit für eine Rekapitulation. Rekapitulation ist ein eher ungewöhnlicher Titel für so eine Abschlussveranstaltung, ähnlich ungewöhnlich wie die ganze Idee und Realisierung dieses Kunstprojektes zum Thema der wachsenden Armenfürsorge. Erbarmen als soziale Form heißt das als offene Suche angelegte Kunstprojekt, innerhalb dessen sich die Caritas die Frage stellt, ob der Boom existenzunterstützender Angebote wie Lebensmitteltafeln überhaupt noch mit dem karitativen Grundgedanken vereinbar ist. Immer stärker wachsen die Bedenken, ob das Tafelwesen ungewollt zur Verfestigung von Armutsstrukturen in unserer Gesellschaft beiträgt. Die Caritas kritisiert die Tafeln und hat ein gutes Recht dazu, weil sie auf der anderen Seite auch Tafeln selber betreibt und um die Problematik weiß und sich in die ganze Schwierigkeit, in das Dilemma der Tafeln stellt. Die Caritas kritisiert die Tafeln, weil sie festgestellt hat, dass seit der Sozialgesetzreform 2004 etwa die Zahl der Tafeln unglaublich zugenommen hat und wir gesellschaftlich von einer weiteren Segregation, einer weiteren Trennung von Menschen, die Tafel nutzen, die ALG-II-Bezieher sind und anderen Menschen feststellen. Es gibt Parallelwelten, die sich so aufbauen und das kann der Caritas nicht egal sein, weil es politische, sozialpolitische und gesellschaftliche Auswirkungen hat und haben wird, die sich weiter verschärfen werden. Wir müssen uns die Kritik leisten, weil wir eigentlich in unseren Grundsätzen drinstehen haben, dass wir Armut verhindern wollen und dass wir Menschen Perspektiven geben wollen und dass wir Lobby sind. Und wenn wir da nicht kritisch drauf gucken, dann sind wir eigentlich Lobby für den Staat, dann sind wir Lobby für Lebensmittelkonzerne und wir sind Lobby für Ehrenamtliche. Aber was ist dann mit denen, für die wir eigentlich Lobby sein sollen? Wichtig ist, dass die Fragen zu den Lebensmitteltafeln durch neue Ansichten und Weitsichten angereichert und dadurch viel eindringlicher werden. Zu solchen neuen Ansichten laden die nächtlichen Sprühaktionen von Manuel Schröder ein. Essen, wo es hingehört, ist der offizielle Werbeslogan der Tafelbewegung. Der Künstler setzt diese Botschaft in einen neuen Kontext, indem er sie an urbanen Unorten auf den Boden sprüht. Auch der Künstler Reinhard Matz arbeitet mit Schrift im öffentlichen Raum. An verschiedenen Orten in Köln hat er identische Emaille-Tafeln mit Thesen zum Geben und Nehmen und Tauschen anbringen lassen. Das Problem ist einfach, dass mit diesem Auffangen von Armut, wie es heute passiert und sich eher noch ausweitet als verengt, dass damit die Armut verlängert wird. Und die Leute gewöhnen sich daran, dass sie etwas bekommen und geschenkt bekommen. Und sie müssen instand gesetzt werden, in einem Gemeinschaftssinne mitzuproduzieren. Und dann haben sie auch etwas zu tauschen, etwas zu geben. Und dann kann man einen Ausgleich schaffen. Auch Franziska Windisch verweist mit ihrem performativen Beitrag Abtragung auf das Thema Arbeit. 2 Wochen lang hat die Künstlerin jeden Werktag die Platte eines Tisches mit einer Schleifmaschine immer weiter abgetragen. Der Beitrag kann in Bezug auf das tägliche Leben gesehen werden, das nicht ohne Veränderung durch Abtragung auskommt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand die Aktion Hinter verschlossenen Türen von Petra Johnson statt. Die Künstlerin führte einen Entscheider und eine bedürftige Person in einer dialogischen Situation zusammen und ließ sie gemeinsam ein Essen zubereiten. Diese Begegnung leitete sie mit einem speziellen Vorlauf ein. 1 Woche lang bekamen beide Akteure täglich eine Frage zugestellt, die sie jeweils am Ende des Tages beantwortet haben sollten. Die Frage ist, werden durch so ein Kunstprojekt neue Fragen aufgeworfen? Das ist ganz bestimmt so. Kunst hat
gerade bildende Kunst eben auch die Eigenschaft, dass sie in vielfältiger Weise unterschiedliche Perspektiven bedient. Mein Name ist Stefanie Klingemann und ich bin seit 8 Jahren im Vorstand der Rewe Group hier in Köln tätig. In verschiedene Perspektiven schlüpft auch die Performance-Künstlerin Stefanie Klingemann. Sie lässt das Publikum der Abschlussveranstaltung an den unterschiedlichen Sichtweisen auf die Lebensmitteltafeln teilhaben, indem sie beispielhaft in 4 verschiedene Rollen schlüpft. Sie ist Vorstandsmitglied eines Lebensmittelkonzerns, ehrenamtliche Tafelmitarbeiterin, Sozialpädagogin und Tafelnutzerin. Also ich bin nicht direkt zur Tafel gegangen, also das war so Stück für Stück und irgendwann gehört man dann dazu und das gehört dann auch in meinen Alltag. Aber am Anfang war mir das halt schon sehr unangenehm. Wir leben im Schamland. Wir werden nun sprechen, alle zusammen, mit einer Stimme, die wir lange gesucht haben. Mit der Perspektive der Tafelnutzer ist Professor Dr. Stefan Selke besonders vertraut. In seinem Buch Schamland hat er Aussagen von Tafelnutzern zu einem Chor der Betroffenen zusammengetragen. Am Ende dieser Abwärtsspirale steht der wertlose Mensch. Wertlos fühlen sich früher oder später viele von uns. Das ist kein gutes Gefühl. Es ist das Gefühl, vom Leben und der Gesellschaft abgespeist zu werden. Wenn die Tafeln die verlängerte Müllhalde der Gesellschaft sind, dann muss es niemanden wundern, wenn wir uns regelrecht als Müllentsorger fühlen, als personifizierte Biokompostanlagen. Wir können noch so viel abgelaufene Mahlzeiten und Ware herbeischleppen. Wir werden den Hunger und die Armut damit nicht beseitigen. Ja? So, dahinter steckt ja ein tieferes gesellschaftliches Problem. Und dafür, dass aus dieser Multiperspektive zu betrachten, dafür ist natürlich das Synonym Kunst immer ein guter Anreger. So ein Anreger ist die knapp 5 Meter hohe Skulptur Sühnetafel, die der Künstler Felix Dröse gegenüber dem Dom aufgestellt hat. In großen Lettern ist auf die grün bemalte Eichenbohle »Hier stehe ich mit leeren Händen vor dir« eingeschnitten. In Nachbarschaft zu der jeden zweiten Freitag auf der Domplatte stattfindenden Armenspeisung wirkt das Kunstwerk als Sehhilfe. Viele dieser Projekte sind eigentlich darauf angelegt, dass man damit was erlebt. Die sind im Grunde genommen oft stille Aggregate, die darauf warten, dass sie was auslösen. Und das, was sie auslösen, das sind Vorgänge, die erst manchmal ganz langsam daherkommen, wie bei diesem halben Teller, den Norbert Rademacher noch aus der Wand scheinen lässt. Wir wollten die Künstler auf den Weg schicken, neue Formen zu suchen, sodass wir seitens der Caritas neue Ideen, neue Ansätze für Veränderung, aber auch für die Beschreibung des Bestehenden bekommen. Als Beschreibung des Bestehenden kann die Postkarte von Alfons Holtgräve verstanden werden. Ein Empfänger von Almosen senkt beschämt sein Haupt über einen Teller Suppe und sieht so keinen Ausweg aus seiner Situation, wofür eine aufrechte Haltung nötig wäre. Der Künstler ließ 17.000 Exemplare dieser Postkarte in Gaststätten verteilen. Ja, wir können helfen, aber das ist schon eine Hilfe, die zweideutig ist. Also die kann man so auffassen und so auffassen. Auf der einen Seite denke ich, ja, ich helfe, die Tafel hilft. Und auf der anderen Seite denke ich, wir tun aber eigentlich noch was dazu, dass die Leute weiter mit gebücktem Rücken dastehen. Das Problem ist ja gar nicht, die Leute mit Brot und Brühwürfeln und Joghurt zu versorgen. Das Problem ist, den Menschen Lebensqualität zu geben. Einen Menschen zu ernähren ist relativ einfach, aber die nicht ins Abseits zu stellen, sondern Lebensqualität rüberzureichen über den Tisch. Das sollte die Aufgabe sein. Das wäre eine gute Aufgabe. Die Tafeln sollten, meine ich, ins Eigentum ihrer Gäste übergehen. Zum Beispiel durch die Gründung von Tafelgenossenschaften.
Als Eigentümerinnen und Eigentümer wählen die Tafelgenossinnen und Genossen selbst aus, welche Lebensmittel sie brauchen können. Keine Almosen, deshalb auch keine Demütigung. In der Abschlussveranstaltung, natürlich bin ich sehr froh darum, dass dann im Grunde genommen Frank Bölter mit seinem Warten auf Veränderung einen ebenso lyrischen wie skeptischen und letztendlich ganz schön bissigen Endpunkt setzt. Am Ende ist es vielleicht eine Frage des Horizonts, den man braucht, um einen Blick dafür zu bekommen, in welche Richtung eine Veränderung gehen kann. Mit dem Horizont beschäftigt sich auch die Künstlerin Johanna Reich in ihrer gleichnamigen Videoarbeit. Aufkleber mit einem QR-Code verweisen auf das Video im Internet. Erst beim genaueren Hinsehen entdeckt man, dass die schwarz gekleidete Figur eine Linie der besonderen Art hinterlässt. Sie offenbart ein sich bewegendes Innenleben und entpuppt sich als Horizontlinie über einer Wasserfläche. In Bezug auf die Thematik der Armenfürsorge wird diese Arbeit zum Lehrstück dafür, dass Fragen des Horizonts und soziale Fragen ganz eng beieinander liegen.